Hallo und herzlich willkommen, liebe Leute. Wir sind hier in Seehausen unterwegs und wir erzählen euch heute eine Geschichte aus der Landwirtschaft. Mit dabei der Manuel zockt, der Gacki spielt und der Chris LP. Grüße euch. Hallo. Oh, hey, da fährt ein Bulle. Moment. Guck mal. Da fährt so. Ich bin nicht da. Ich auch nicht, ich bin ganz schnell weg. Ja, ein herzliches Willkommen an alle anderen. Es wird heute per Ende, aber dazu kommen wir dann später. Ich würde sagen, wir fangen einfach an. Sie haben Post. Was? Oh, ich glaube, ich habe eine SMS bekommen. Einen Moment mal ganz kurz. Oh, dein ja, Handy sagt, schön. Du hast Post. Hast ja. Brieftaube bekommen, ja, oder was? An. Nein, bleiben Sie mal hier, Herr Semmelreiter. Schlechte ich hatte ja letztes Mal ja schon angekündigt, wir werden ein kleines Event haben und ich habe gerade die Mitteilung bekommen, es ist alles soweit vorbereitet. Wenn Sie mir einfach mal kurz folgen, wir machen mal einen kleinen Spaziergang. Boah, und das Waldstapel-Event, yay! Und hey, Holländer, warte mal. Ja, Herr Holzmann. Guck mal deine Hose an, die ist ja voll dreckig. Ey, nichts da. Ja, guck mal, voll grün, ey. War er wieder im Miststall kocht hier. Aber grün passt ja schon. Das ist ein Event gesponsert von der Firma John Deere. Deswegen, ja, grün passt. So, wir müssen hier, mal hier, da kannst rüber. Du deine Brieftaube wieder abgeben, dann fliegt die wieder zurück. Genau. Ach so. Nee. Ach nee. Ach du grüne Neuner. Hat der Bauer kein Geld? Ja, Ballenstapeln! Das sind keine Ballen, das sind Big Packs. Erstmal haben wir hier die Preise, die zu gewinnen sind. Was? Wie viele Bauern sind wir denn? Drei? Drei. Eins, zwei, oh ja, drei. Guck. Dann gehe ich drei hier, was kann der? Oh ja, Preise. Das geht. Ein von dir 8er Serie, ein 7er und einen 6er Serie. Aha. Gesponsert von der Firma John Deere. Die Traktoren dürfen allerdings nicht verkauft werden. Also sie müssen die dann benutzen. So, und um was geht es? Herr Wurzelhuber, Sie haben schon richtig gesehen, Big Packs. Und zwar haben wir hier drei schicke Traktoren. Man sieht verschiedenfarbige Frontlader. Das hat auch einen Sinn. Sie können sich nachher einen von den dreien auswählen und hier im Stadtgebiet sind insgesamt 12 Big Packs versteckt. Vier mit Mais gefüllt, also gelb. Also der mit dem gelben Frontlader muss die Mais-Big Packs holen. Der mit dem weißen muss Kalk holen. Und mit dem schwarzen haben wir Raps. Und derjenige, der eben als erster alle vier gefunden hat, hat gewonnen. Der als zweiter ist zweiter und wer als dritter ist, ist dritter. Und wo müssen wir die abgeben oder so? Hier. Okay. Einfach am besten hier auf die Parkplätze wieder draufstellen. Ich werde so parallel immer mal mit einem von Ihnen mitfahren, um einfach mal so ein bisschen zu gucken, was denn so los ist hier. Und, ja, aber jetzt die Big Packs sind dann auch so schwarz wie der Frontlader hier und so weiß und so gelb. Also der Inhalt. Deswegen einmal Mais, Kalk und Raps, damit man das eben unterscheiden kann. Kann man das von außen erkennen oder muss man die anhängen? Nee, kann man erkennen. Die sind ja oben offen. Das sind ja diese neuartigen von Pressel und Lade. Die okay. Sind oben ja, offen. Die kenne ich ja noch nicht. Weißt du, ich als altmodischer Bauer und so. Und danach spielen wir hier noch eine Runde Fußball, oder? Können wir auch machen. Gut, so, sehr gut. Dann würde ich sagen, einfach mal einsteigen. Ich gehe jetzt mal einfach in einen rein hier. Nee, raus hier aus meinem Trecker. Motor aus, halt stehen bleiben, zurückfahren. Zurück, Motor aus. Hab ich doch, der Nebel. Alle Motor aus. An. Gut, dann sage ich, Drivers, start your engines! Und los geht's. Ah, hopp, fahr! Was ist da los? Warum fährt er nicht? Hä? Wieso will der nicht? Muss er aber.
Ich glaube, mein Lenkrad macht gerade Terz. Das ist natürlich sehr gut. Ja, wundert euch nicht, wir sind alle in einem Funkraum, deshalb können wir alle kommunizieren. Wir können ja alle zusammensuchen. Bin ich schon? Oh. Ich muss mit Tastatur fahren. Nein! Beim Händler vielleicht. Das ist natürlich jetzt sehr beschissen für mich. Sie sind, also ich sag mal grob, sie sind nicht auf Höfen von euch. Mhm. Und sie sind alle im groben Stadtgebiet. Also jetzt nicht irgendwie bei mir oben irgendwie an der BGA oder so. Also es ist alles relativ zentral. Ey, das ist irritierend. Ich habe hier so einen Verrückten bei mir an Bord. Hey, Pro-Tipp, wenn ihr so ein Lenkrad besitzt, wenn man das anschaltet, ne, dann kann man damit auch fahren. Ja gut, lassen wir den mal. Tschüss. Gott sonst sei ist Dank. Der zu... Ja, ich könnte mal... aber ich steig mal kurz in die Drohne. So. Ah ja. Im groben Stadtgebiet. Okay. Keine Ahnung. Einen hatte ich, aber der passt nicht. Der passt nicht. Ich bin aber hier nicht Stadtgebiet, ne? Das ist... Komm, wir drehen hier mal ab. Das ist denn hier so ein blöder Hof? Ja, ist das schön. Ich habe einen blauen Punkt. Oh, da ist ein Polizeiauto. Ich habe einen gelben Punkt. Ja, seit wann haben wir denn eigentlich Polizei bei uns im Dorf? Da geht's nicht weiter. Das scheint neu zu sein. Werden wir, denke ich mal, demnächst auch aufklären. Ich hoffe, die blitzen nicht. Ja, das hoffe ich natürlich auch. Also für das Event sollte eigentlich nichts sein. Da haben wir freie Bahn hier. Ja, super. Wieder ein Falscher. Ach, ja, ich bin mal weg wieder. Tschüss. Wo bin ich denn überhaupt? Ich weiß nicht, wie ich da hinkomme. Welche Farbe bist du? Ja. Das weiß ich selber nicht. Wir sind alle rosa. Ja, ja. Nee. Bis auf den, wo du spielst. Der ist gelb. Von daher ist es ziemlich beschissen. Ja. Gut. Okay. Ja, da muss irgendwo. Nein. So. Ich bin jetzt auf dem Friedhof. Ja, da passt er doch. Ah, ich weiß. Kann ich das Auto wechseln? Ich würde gerne den Ferrari da nehmen. Gibt's nicht. Keine Ahnung. Wo kann denn noch was sein? Ja, das ist schon. Beim Händler steht nichts. Ist schon sehr warm gewesen bei demjenigen, der den Schwarzen hat. Ja, das ist schon sehr warm. Ich hab den Schwarzen. Hallo, Polly, Ei. Moin. So, ich komm da nicht hin, da ist eine Mauer. Kerl. Hä? Ich fahr jetzt mal einen Fußgängerweg rein. Das ist sehr warm gewesen. Die Polizei kommt nicht mit. Kann ich aussteigen? Ja, oder? Nein. Nein? Kommt die Polizei wieder. Jetzt bin ich wieder da, wo ich gerade eben war. Voila, da ist ein Pylone. Also ich finde irgendwie gerade gar nichts. Also ich glaube, die Folge wird ein bisschen länger wie geplant. dass ihr das so schwer... Also, wo soll denn was sein? Soll ich einfach mal einen Tipp geben? Es sind so viele gelbe Punkte auf der Karte. Ja, ja. Kleine gelbe Punkte. Da bin ich auch, aber hier steht keiner, wo dieser gelbe Punkt angeblich sein soll. Genau, und ich war auch gerade bei einem gelben Punkt und da ging nichts. Alter, wo bist du denn? Ich finde dich gerade nicht. Ich schaue jetzt hier ab, hier ist nichts. Gucken, vielleicht finden wir noch ein paar andere. Ah, ich habe einen gefunden. Es ist sehr irritierend. Ah!
Die sind ja versteckt. Alter, ja, das ist der fies. Ja, das muss sein. Ich wüsste auch zwei für euch, aber... So. Ja. Ich habe zwei gefunden, die sind aber beide nicht für mich. Aber du musst ja der dritte ja irgendwo in der Nähe sein hier. Mir ist halt da unten beim Neuholländer. Naja, schön. Hä? Das gibt's doch gar nicht. Ja, ja. Die Bauern on Tour. Ich liebe das. Oh. Vielleicht sollten wir zusammenarbeiten. Der Händler möchte auch noch ein Geschäft machen im VK. Hä? Das gibt's doch gar nicht. So, also wenn ich gleich abstürze, liege ich im Teich, ne? Schöne Grüße. Das ist nichts Neues. Schöne Grüße. Was habe ich jetzt gemacht? Moment. So. Hups. Oh. Hab ich mal kurz den OBS-Bildschirm verschoben? komplett noch aus dem Bildschirm. Nochmal falsch. Ach, komm. Hä? Das gibt's doch gar nicht. Es gibt keine schwarzen. Ja, ich merke das. Bin ich so blind oder? Aber du hast nicht den schwarzen. Den schwarzen habe ich. Ja, den weißen. Aber trotzdem. Herr Weiß. Ja. Also ich brauche irgendwie mal eine Brille hier. Dann doch der. Es wäre sehr nett gewesen, wenn wir dann da auch noch Titten dran gehabt hätten. Tja, dann sollte man nach der richtigen Farbe aussuchen. Hallo? Er hängt nicht an. Hallo? Nö. Moin. Holländer, mach dich da ab, Alter. Hä? Häng an. Warum hängen die nicht an? Weil es das Falsche ist. Nein, nee, die müssen alle weiß, gehen. Weiß. Nee, die gehen alle an alle, die sind ja alle vom selben Hof gekauft, also das muss so funktionieren. Jo. Oh, ich sehe da was. Ja. So, Heckgewicht. Naja. Ach, nee, du. Nein, nicht du. In den Teich. So, hier steht auch noch, kann ich nicht anhängen. Ich habe auch noch das schwere Material. Ja. Also ich habe schon mal einen, ne, so zur Info. Ja, ich auch. Ich nicht. Der steht auch schon da, wo er hin soll. Hä? Ja, hier, wo ich gerade stehe. Ich kaufe den John Deere hier, der gefällt mir. Welche Farbe hast du, Holzknecht? Blau oder so. Oder welche Farbe, was meinst du? Vom Frontlader. Ich bin hier unten bei Feld 2. Also am Dings. Wo so. Die Ausstellung ist John Deere. Ja, da sehe ich aber nur einen weißen Big Pack stehen. Ja, der gehört zu mir, der hier steht. Nein, nein, du hast gelb. Hier. Ja, du bist aber gelb. Ha, der hat für mich angeholt. Hä? Du hast einen gelben Frontlader, also musst du gelb Mais Big Packs holen. Ich habe einen weißen Frontlader. Ich hab das ja, aber die anderen kriege ich doch gar nicht dran. Doch, geht alles. Ich habe das auch gerade gerallt. Ich war doch hier vorne gerade bei dem anderen. Ich hab das auch gerade erst gemalt. Doch, geht, auch du hast. Das geht. Aber danke schön. Du musst nur deine Gabel mal richtig hochklappen. Nein, andere Richtung. Brauche ich ja nicht mehr so viel suchen. Moin. Oh, das sieht aber jetzt dann noch schon sehr gut aus. Jetzt haben wir hier schon zwei weiße. Danke, Holzknecht. Ja. Kriegst ein Sonderangebot beim Händler. So. Ich krieg den hier nicht dran. Nein, du musst deine Gabel um 90 Grad nach oben kippen. Das oben muss gerade sein. So, und jetzt runter. Runter. Wurzelhuber, wie schaut's bei dir aus? Mäßig bis... Null. Ah, aber okay. Da steht die Pulenten schon wieder. Hier sollte einer stehen, wo ich gerade bin, aber... Ja, so, ja, und jetzt gerade dran fahren. Jetzt müsstest du es eigentlich mit Q ankuppeln können. Geht doch. Ah, nicht lecken. Oh. Hier ist keiner. Doch. Hier sollte einer sein. Ja, da ist ganz sicher einer. Den habe ich schon gesehen. Wo sind wir denn da oben? Oh, nee. Da sagt man nichts zu. Hallo, nichts sagen. Ah, okay. So. Ich spiel's weiter.
Also, zweimal weiß, einmal gelb haben wir schon. Es wird langsam. Oh, Gacki, das ist aber nicht so dein Ernst gerade hier. Alter, dem hau ich jetzt was auf die Mütze, den blöden Polizisten hier. Warte, soll ich mal aussteigen? Soll ich den mal fragen, was der hier will? Nein! Was war das denn? Die sind ein bisschen schwer, die ollen Scheißdinger. Echt? Mehr als schwer. Hui, hui, da wäre ein Gewicht schön. Hui, hui, ich dachte, Kalk ist so leicht. Hui, hui. Soll ich für dich auch noch einen suchen, Holzknecht? Nein, lass mich in Ruhe. Dass es fair bleibt, ich suche auch für dich einen. Nein. Ich ist das weiß schön? Auch, wo der ist. Das schön? Ist das schön? Soll ich dir einen Tipp geben? Oh, nein. Ja. Fahrrichtung. Dein Hof. 34. Du bist schon direkt vorbeigerannt. Wer Fahrrichtung was? Feld 34. Ah, da steht er. Hey, ich habe auch einen. Yay. Der dritte ist immer am Arsch. Zweimal vorbeigerannt. Das war schön. So. Ja, ich habe ja echt eine Scheißfarbe ausgesucht. Das hört sich da immer an. Jetzt muss man gucken, wo sind die anderen wieder. Wenn das jemand sehen würde, wie ich hier rumtänzel mit dem Ding. Ich suche trotzdem noch einen. Hä? Herr Neuholländer. Ja, so, wo sind wir denn gestartet? Ich musste erst wieder zurückfinden. Ach, aber wir waren irgendwo da drüben. Beim Fußballplatz. So, drei Weiße haben wir. Ja, fehlt nur noch einer. Was? Vier sollen das sein? Ja. Nein. Ja, supi. Wo soll der jetzt sein? Ui. Das ist bestimmt den, wo ich da schon so versteckt gefunden habe, oder? Denke ich auch. Ach, Aber bei dir auf dem Hof ja nicht. Das war ja falsch. Hallo? Hör auf damit! Was? Mein Traktor ist auf zwei Rädern durch die Gegend gefahren. Jo, bei mir auch. Ich kenne da was von. Gut. Ja, aber die linken zwei Reifen. Oh, also das dieses ist Problem. Noch ein schwarzer hier. Ich muss selbst mal gucken, wo ich die alle versteckt habe. Ja, ich könnte ihnen was sagen, aber. Weil die zwei stehen da noch, ganz sicher. Genau da, wo du jetzt hingehst. Ja, ich guck, also ich habe hier habe ich einen. Mal gucken, was haben wir denn? Boah, hier sind so viele gelbe Punkte. Ist der beim Friedhof schon weg? War da nee. Schon mal jemand? Nee, der ist noch da. Oh, super. Dann ist das meiner. Wetten. Nee. Nicht? Oh, super. Noch also, besser. Gut, hier habe ich einen gelben gerade gefunden. So, der Landhandel besitzt doch bestimmt Kalk, wa? Oh, ja, guck. Es wird jetzt nicht einfach ein neues Big Pack aufgefüllt. Natürlich. Warum denn nicht? Nee. Ui! So, yeah. Wie komme ich da hin? Ah, Moment. Ich habe so ein kleines Gewichtsproblem. Ja, das wissen wir aber. Wie hast du den da reinbekommen? Verrate ich nicht. Oh, super. Weil... So, wo habe ich den jetzt? Ah, ja, hier. Ja, oh. Das sieht gut aus. Der gelbe sieht gut aus. Ich krieg den nicht raus. Leute, du kannst da gerne hinkommen, aber ich tänze ein wenig. Tanzen. Welcher ist der? Tanzen. Oha. Oha. Tanzen. Sieht gut aus. Ich kann den nicht ankoppeln. Ich krieg nicht raus. So. Ja, gut, geht doch raus hier.
Merkwürdig. Ich probiere es mal von der anderen Seite. Ich habe ja noch ein bisschen von, Zeit. Von vorne, genau. Du bist ja sehr weit in Führung. Ich guck mal, wo die anderen sind. Ja, gut, der da ist komme ich hier. Nicht hin. Was ist das denn? Die Dinger kann man auch nur von einer Seite anhängen. Oh, super. Ja. Ah, ich fahre mal zum Händler und mache einen voll, ne? Aha, ja. Okay, hier ist nichts. Den kriege ich nicht mehr raus. So. Ein Tipp, Manus, sonst steig doch mal aus und guck mal so ein bisschen. Ja, ja, habe ich schon vorgehabt. Oh Gott. So. Ja, falls ihr Spaß haben wollt, guckt gerne bei mir vorbei. Ich hänge in der Luft. Und krieg dieses Teil hier nicht raus, ne? Ich könnte ja, ist schon okay. Also Rasenmähen hätte man auch vorher mal können, oder? Nö, nö. Ja, Gaki, das ist ein großes Problem hier. Ah, nee, das ist ein Baum. Ja, Leute, wir hatten jetzt was, wie viel? Ich habe einen zweiten gefunden. Oh, ich habe meinen vierten, aber ich krieg den nicht weg. Ja, ist schon gut so. Hoi. Was willst du mit dem Chondia 8? Du kannst ihn ja eh gar nicht gebrauchen. Oh, den verhökere ich wieder. So, ich finde es nicht. Ist zu... Das heißt, ja, Gaki, da müssen wir uns dann nochmal unterhalten. Achso, aber mal hier draußen, glaube ich, war nichts. Der, ne? Herr Jens Jensen muss seinen Entsorgungscontainer mal entsorgen. Der so, kann noch ein bisschen Kalk entsorgen. Dann würde ich jetzt sagen, auch um ein bisschen auf Folgenlänge zu gucken, machen wir hier erstmal einen Break. Wir ich hätte es einfach durchgezogen jetzt. Nein, also, wie gesagt, Chris hat ja im Grunde alle vier gefunden. Der hat drei hier stehen, plus den einen, den er nicht wegbekommt. Wir haben... das könnt ihr euch gerne angucken. Der Raps hat hier zwei stehen. Wir haben ein Mais. Dann würde ich sagen, haben wir eine Reihenfolge des Ergebnisses. Ja, Moment, ich habe hier auch noch einen zweiten dran, ja? Gut, dann, dann müssen wir weitermachen. Noch. Dann müssen wir weitermachen, bis entweder der Holzknecht oder der Wurzelhuber noch einen dritten gefunden haben. Ich überlasse den zweiten Platz dem Wurzelhuber und gut ist. Vielleicht kriege ich ja meinen auch noch raus. Ich würde das ja gerne rauskriegen. Wieso? Ich dachte, du hast schon vier. Ja, meiner sitzt im Jens-Jensen-Karton drin. Ja gut, gewonnen hast du trotzdem. Also, ich überlasse den zweiten Platz dem Wurzelhuber. Nee, ich will ja fair sein. Ich will den ja irgendwie noch mitkriegen hier. Aber trotzdem hast du drei. Du bist in Führung. Ja, du. Bis ihr da seid, vielleicht habt ihr ja die vier. Ach, Quatsch. Aber wir sind jetzt schon bei 23. Ja, deswegen. Also, Platz 2 geht an Wurzelhuber, Platz 1 Semmelreiter. Wir haben ja auch noch jemand anderen, das muss ja auch noch mit drin. Irgendwann mal. Können wir ja auch nicht die ganze Zeit hier rumfahren lassen. So, ich hätte auch einen dritten gefunden. Ja, macht mal weiter. Gut, das war's dann, oder? Dann würde ich sagen, dass wir das Event erstmal so beenden. Also erster Platz Semmelreiter, zweiter Wurzelhuber, dritter Holzknecht. Gut. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Ich fand's witzig, die Dinger zu verstecken. Und dann würde ich sagen, dass wir dann in der nächsten Folge machen wir kurz die Siegerehrung. Die Siegerehrung und dann machen wir hier und jetzt erstmal Schluss. Ich hoffe, euch hat das Event gefallen und ab der nächsten Folge geht es dann wieder mit normalem Gespiele weiter. Also, ja, schaut wieder rein. Wir würden uns freuen. Jo. Ich schließe mich dem an. Ich sag mal bye bye für sich das Video angucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Bis denn. Ciao, ciao. Jo, auch von meiner Seite einen schönen Dank fürs Zuschauen. Lasst gerne ein Like da, lasst gerne ein Abo da, schaut bei den anderen vorbei. Und ja, ich würde sagen, bis zum nächsten Mal. Ja, von mir auch ganz kurz tschüss. Und wenn ihr wissen wollt, wie man richtig Gräber umpflügt, schaut mal hier rein. Ich zeige euch das noch. Gut, so. Wo ist denn jetzt hier unser Dorfscheriff? Hier, wollt ihr mal gucken, wie man das richtig macht? Hier. Gut, ab jetzt, wenn du jetzt nochmal vorne hinkommst, Wurzel, Platz Huber. Da.
Komm ja. mal rüber. Wo bist du denn? Ich habe ein Geheimnis für dich. Direkt nebenan. Mal die fliegende Magie eines Schleppers zeigen. Ja. Gut, gut, dass ich mein Headset die ganze Zeit stumm hatte. Ich musste so lachen, wie du hier rumgezogen bist. Ui, da kam er runter. So, wo bleibt ihr denn, Mädels? Also ich, ja, wo willst ich du auch noch angucken? Ich sag mal so, ich habe die mit dem starken Bauern verteilt. Ah, okay. Weil wenn ich die so gefahren hätte, das wäre, glaube ich, ewig gegangen. Aber dass der sich so reinbackt da... jetzt will ich aber mal gucken, wo haben wir denn jetzt noch welche stehen? Oben im Wald stehen zwei. Genau, oben im Wald. Genau, da waren die zwei. Die Petersmühle ist weg, der Friedhof, ist der leer? Ja, der habe ich angehängt. Ja, also es sind jetzt noch die zwei oben im Wald, oberhalb von der 8 gewesen, genau. Und dann fehlt ja noch einer für Holzknecht. Ja, hast du den vom Holzknecht hier gefunden? Der steht gleich nebendran. Ach, der hier drin, ne? Irgendwo. War das? War das hier? Ne. Hier. Och komm, da kommt ja keiner da. Jo. Tschüss. So. Ja, gut, ich häng mal aus. Tschüss. So. Tschüss. Tschüss. Das Ding, ja, wird nix. Ich hätte gerne noch fairerweise meinen vierten da irgendwie mitgekriegt. Ja, wie fairerweise? Du hast ja nur da gesucht. Ja, stimmt, gut. Der ist ein bisschen in das Stroh reingefallen, der eine. Moin, Polizei. Der kann sich schon an eine sehr wilde Fahrweise gewöhnen. Der hat mich schon gesehen, wie ich mit zwei Rädern um die Kurve umgefahren bin. Ja, siehst du, auch. Wie die Polizei anhält? Erstmal rückwärts fährt. Erstmal Vorfahren missachtet und sowas, Junge. Guck mal, hier steht.